Sofern die Technik mitspielt und ganz offensichtlich tut sie das, schicke ich einen sehr lieben Gruß an den Mühlstädter See. Dort ist mir nämlich eine echte Olympiasiegerin zugeschaltet, zweifache Sportlerin des Jahres in Österreich. Ich freue mich sehr, dass sie Zeit findet für einen kleinen Plausch über ihren Alltag in Quarantäne und sonstige Projekte. Ich grüße Sie sehr herzlich. Servus, Anna Gasser. Servus, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass du Zeit gefunden hast. Liege ich eigentlich recht, wenn ich mir denke, am Mühlstädter also müsste schon einigermaßen auszuhalten sein, auch in Quarantäne, auch in wettkampffreier Zeit, oder? Ja, nein, beschweren darf ich mich nicht. Also ist wirklich schön da. Wir haben sehr viel Zeit jetzt in der Natur verbracht. Also ich glaube, so viel Zeit daheim habe ich normal um diese Jahreszeit nicht. Und wenn man im Ganzen etwas Positives abgewinnen kann, dann ist es, dass man ein bisschen mehr daheim ist, dass man ein bisschen ruhiger wird und ein bisschen mehr Zeit in der Natur verbringt. Teil deines Quarantänealltags, wenn ich das so bezeichnen darf, scheint ja auch zu sein, ab und zu mit deiner Schwester zu turnen und Kunststücke ins Netz zu stellen, zumindest Videos davon. Da mag ich dich auf ein ganz konkretes ansprechen, das viel Bewunderung hervorgerufen hat, gleichzeitig aber auch ein paar Fragen von wegen, muss man das wirklich am Abgrund unter Anführungszeichen tun? Weil zur Erklärung, du hast mit deiner Schwester sehr waghalsig geturnt, vermeintlich sehr nahe am Geländer des Balkons. Wie gefährlich war denn das tatsächlich? Muss man Sorgen machen um euch? Also wir haben das eigentlich schon ziemlich im Griff und auf dem Video schaut das echt ein bisschen näher aus, als wie das eigentlich war. Also wir haben das von herin noch rausgefilmt und da schaut der Balkon ein bisschen schmäler aus, wie er eigentlich ist. Und außerdem, was man in dem Video auch nicht sieht, ist der Clemens, weil der Clemens hat uns gesichert. Das heißt, wenn ich runtergefallen wäre, hätte er mich aufgefangen. Okay. Also, ich muss auch ehrlich sagen, es ist auch ein paar Mal passiert, dass ich noch vorhin runtergefallen bin und dass er mich dann aufgefangen hat. Also es war schon sicherer, wie es ausgeschaut hat. Also wir verlassen uns da ganz auf den Clemens. Ja? Also in Clemens Händen liegt dann auch die Zukunft der Sportnation Österreich sozusagen. Nein, so auch wieder nicht. Aber es war wirklich, also wir haben gar nicht dran gedacht, dass wir da seitlich runterfallen hätten können. Und wenn man mich und meine Schwester kennt, dann war es, also auf die Schultern von meiner Schwester stehen, das ist für mich so was Sicheres, dass das mir gar nicht als gefährlich erscheint. Vielleicht für andere Leute, also ich hoffe, dass niemand das auf einem Balkon nachmacht, aber wir haben da schon besondere Voraussetzungen, würde ich sagen. Also deine Fans können wieder beruhigt schlafen, so lassen wir das einmal stehen. Apropos Schwester, die hat ja ihre Karriere als Sportakrobatin beendet, hat ja ähnliche Wurzeln wie du. Ist es eigentlich sehr unrealistisch, dass man auch die vielleicht in mittelbarer Zukunft am Snowboard bewundern darf? Nein, ich glaube eher nicht. Ich hätte es ja schon probiert. Also wie ich angefangen habe, habe ich es ja probiert, ein bisschen mitzureißen. Und ich war immer ein bisschen die riskantere Schwester, würde ich sagen. Also ich habe das ein bisschen geliebt, den Nervenkitzel. Und sie mag aber genau beim Turnen das Sichere. Also beim Turnen steht immer ein Trainer daneben, da lernt man die Sachen in einer Schnitzelgrube oder in einer Lounge, so wo man angehängt ist. Und die wollte nie den, also sie mag das nicht so gern, Sachen, also beim Snowboarden muss man schon auf das Risiko eingehen. Und sie ist da ganz das Gegenteil von mir. Also sie springt da jetzt nicht gern von 10-Meter-Turm oder so. Also sie hat gern ein sicheres Umfeld. Und dann habe ich gleich bemerkt, dass wahrscheinlich das Snowboarden für sie jetzt ein Nix ist. Okay, na schauen wir mal. Du hältst die Familienehre eh sehr hoch, da müssen wir uns wirklich keine Sorgen machen. Jetzt liegen natürlich einige Projekte auf Eis dieser Tage, wie bei vielen anderen Menschen auch. In deinem konkreten Fall auch ein sehr spannendes, das teilweise, wenn ich richtig informiert bin, ja schon begonnen hat, nämlich eine Dokumentation, die, wie gesagt, ansatzweise schon zu drehen begonnen hat mit dem Hauptsponsor, den du auf deinem Kapperl da verewigt hast. Also eine Red Bull-Doku hätte es werden sollen oder soll es vielleicht eh noch werden. Was genau hat es damit auf sich und wann können die Dreharbeiten wieder aufgenommen werden? Ja, genau. Also Red Bull hat mich eigentlich das ganze Jahr begleitet. Sei es bei den großen Bewerbe, also bei den X-Games waren sie mit dabei und bei den ein oder anderen Weltcup. Und dann haben wir ja noch andere Sachen gedreht, also abseits vom Contest fahren. Deshalb habe ich heuer mich weniger auf die Bewerbe konzentriert. Und wir waren in Tiefschnee unterwegs, wir waren in die Streets unterwegs, so sagt man das in der Snowboarder-Sprache. Und ja, jetzt im April und März wären natürlich noch sehr viele Sachen geplant gewesen. Deshalb wissen wir jetzt nicht, ob wir die Doku heuer fertig bekommen oder ob wir noch eine Saison anhängen müssen. Also das werden wir sehen, wie sich die Situation entwickelt und wie viel wir jetzt wirklich schon im Kosten haben. Und ja,
Irgendwann gibt es das sicher. Ob jetzt im Herbst oder im nächsten Herbst, das werden wir sehen. Und Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude. Apropos Vorfreude, ich glaube, deine Vorfreude wäre auch relativ groß gewesen, wieder mal einen Sprung zu zaubern und vor allem zu stehen, den zuvor in einem Wettkampf eine Frau noch nie gestanden ist. Du hast es ja, wenn ich ganz kurz in deinen Wunden wühlen darf, im Laufe der Saison einmal probiert mit dem Cap Triple Underflip 1260, wenn ich den richtig notiert und ausgesprochen habe. Perfekt. Six Games. Dankeschön. In Espen, da ist den Sportfans schon ein bisschen das Herz in die Hose gerutscht, weil du zu Sturz gekommen bist. Hat das jetzt, wie gesagt, ohne dich zu sehr quälen zu wollen, unabhängig von den physischen, auch ein bisschen physische Begleiterscheinungen mit sich gebracht? Hast du genagt dran, dass du den nicht gestanden hast, diesen Sprung? Ja, natürlich. Also es war einfach ein Riesenziel von mir, den Sprung noch als erste Frau in einem Wettkampf zu zeigen. Also vielleicht kriege ich nochmal die Chance dafür, derweil hat es noch niemand anders probiert. Aber ich habe im Vorfeld zu den X-Games in Espen zwei Bewerbe ausgelassen und deshalb war ich natürlich, also ich wollte durch diesen Sprung sagen, ich habe auch die Bewerbe ausgelassen, weil ich an diesem Sprung gearbeitet habe und weil das mein großes Ziel war, den heuer im Wettkampf zu stehen. Und wie ich dann noch rübergekommen bin, waren leider die Bedingungen gar nicht auf meiner Seite, also die Trainings sind ausgefallen, die ich aber gebraucht habe für diesen Sprung. Und dann war auch noch die Anlaufsgeschwindigkeit ein bisschen zu wenig. Ich habe gemerkt bei den Doubles, dass es knapp werden könnte, aber ich war nicht mehr abzubringen von der Idee. Ich wollte nicht aufgeben und wenn ich zurückschaue, war das vielleicht auch nicht das Gescheitste, aber ich glaube, das zeichnet mich halt ein bisschen aus, dass ich, wenn ich mal was in den Kopf setze, das auch unbedingt machen will. Und Gott sei Dank ist bei dem Sprung oder bei dem Sturz, ich habe zwei gehabt, ist nichts Schlimmeres passiert. Also ich habe mir die Hüfte und die Rippen geprellt, aber es hätte viel schlimmer sein können. Und also ganz abgekackt habe ich das Thema nicht, aber ich habe daraus gelernt, dass ich das nächste Mal nur probiere, wenn alles passt und nicht erzwingen will, diesen Sprung zu machen. Ja, und ja. Wann das sein kann, lässt sich natürlich diese Tage nicht einschätzen. Aber wie präsent ist das Thema? Du hast es ja schon angeteasert, trotzdem in deinem Kopf? Also die Wettkämpfe habe ich jetzt einmal komplett abgehackt, aber das Thema Snowboarden ist in meinem Kopf sehr präsent, weil normalerweise ist für uns April, Mai die beste Zeit für neue Sprünge. Also da lernen wir und bereiten uns eigentlich auf die nächste Saison vor. Und gestern habe ich in den Nachrichten gehört, dass die Skifahrer jetzt am 1. Mai auf Schneetraining anfangen. Dann habe ich natürlich auch gleich gedacht, wird das für uns auch möglich sein? Werden wir vielleicht auch im Mai irgendwo trainieren können? Also mal schauen. Also ganz abgeschlossen ist das Thema nicht. Und ich hoffe noch immer, dass wir noch die Saison oder noch den Frühling irgendwo auf Schnee kommen. Wir freuen uns gegebenenfalls natürlich auf spektakuläre Videos von dir, die wir dann natürlich auch wieder verbraten können. Du hast es ja schon erwähnt, man hat dich relativ selten in der vergangenen Saison im Weltcup-Modus oder im Weltcup-Modus gesehen, weil du dich halt auf Special-Events sozusagen konzentriert hast und vieles diesem einen Sprung untergeordnet hast. Vorausgesetzt, die kommende Saison findet unter regulären Bedingungen statt und wird zu einem gepflegten Ende gebracht. Dann befinden wir uns ja in einer vorolympischen Saison. Darf man davon ausgehen, dass man dich dann wieder öfter im Weltcup bewundern darf? Auf jeden Fall. Also ich habe diese Saison speziell für dieses Projekt ausgesucht, weil das eine Saison ist ohne WM und eine Saison ohne Olympia-Quali und eigentlich die einzige Saison, wo man es sich erlauben kann, ein bisschen weniger Bewerbe zu fahren und sich auf was anderes zu konzentrieren. Und nächstes Jahr wird aber die Olympia-Quali anfangen, vorausgesetzt, das Ganze beruhigt sich. Und die Olympia-Quali besteht nicht aus den Special Events wie X Games und US Open, sondern aus Weltcups. Und dann werde ich sicher die Weltcups fahren. Also Olympia-Quali hat nächstes Jahr wahrscheinlich die höchste Priorität, damit man das abkackelt hat und dann entspannt hoffentlich in das Olympia-Jahr 2022 starten kann. Machst du dir eigentlich Sorgen um die Zukunft deines Sports oder den aktuellen Gegebenheiten? Ja, sicher. Also wir wissen nicht, was nächste Saison sein wird. Also man kann wirklich nichts planen. Und wir Freestyler sind normal schon sehr spontan, aber wenn man überhaupt nichts weiß, ob etwas stattfinden wird, was man im Sommer jetzt machen wird, wie das Jahr sein wird, wenn man nicht trainiert im Sommer und im Frühling. Also es sind schon sehr große Fragezeichen. Um den Sport selber, also um Snowboarden selber, mache ich mir keine Sorgen, weil es gibt so viele Möglichkeiten. Auch wenn nächstes Jahr die Skigebiete nicht aufsperren, dann werde ich Splitboarden gehen. Also ich bin mir sicher, dass Leute, die Leidenschaft an den ganzen haben, einen anderen Weg finden werden,
das auszuüben. Und vielleicht ist das Ganze ja für unsere Natur gar nicht so schlecht. Mhm. Bist du eigentlich, um ganz kurz bei der Corona-Krise zu bleiben, ein politikinteressierter Mensch? Verfolgst du Nachrichten? Ja, also ich glaube, so viele Nachrichten wie in letzter Zeit habe ich überhaupt noch nie geschaut. Und so viel Zeit zum Schauen habe ich gar nicht. Aber ja, ich schaue alle Nachrichten, ich schaue in der Früh sogar CNN, weil es mich natürlich sehr interessiert, was in der ganzen Welt passiert, weil wir halt so viel reisen. Und da ist natürlich dann extra interessant, wie es in den USA oder in Nordamerika zugeht. Also bin ich schon sehr interessiert. Wobei langsam das ich Corona nicht mehr hören kann. Also das kann ich mir vorstellen. Also das geht wahrscheinlich nur vielen so. Ja, dann quäle ich dich nur ein letztes Mal noch einmal mit dem Schlagwort Corona, nämlich eben die Zukunft betreffend. Wiewohl ich natürlich weiß, dass es sehr schwierig ist, momentan irgendein realistisches Szenario zu zeichnen. Aber es zeichnet sich ja gerade im Fußball und in anderen Sportarten ab, dass die unmittelbare Zukunft vermutlich Geisterspiele oder Geisterevents sein dürften. Was macht denn diese Vorstellung, dass auch die Snowboarder womöglich vor leeren Rängen und vor wenig bis gar keinem Publikum ihre Sprünge in die Luft zaubern müssten? Also ich finde besonders beim Slopestyle, da lebt unser Sport eher von den Videoübertragungen und von den Online-Geschichten und von den Videos, die online gestellt werden danach und auch die ganzen Webcasts. Deshalb mache ich mir da nicht so viele Sorgen. Man schaut ja eher, also man, weil die Slopestyle sind oft ganz am Berg oben, da kommen die Leute gar nicht so hin. Natürlich für die Big Airs in der Stadt ist es halt schade, weil da ist die Stimmung schon immer ganz gut und das ist auch sehr motivierend, wenn da viele Leute zuschauen und anfeuern. Wie schaut denn dein konkreter Alltag aus dieser Tage? Ein bisschen habe ich schon vernommen, du tüftelst an deinen Kochkünsten. Wie weit bist du da schon vorangeschritten in diesem Projekt? Was steht da aktuell so am Plan? Nein, ich habe nur ein paar Sachen kochen. Also ich habe die Zeit genutzt, ich habe ein paar Sachen ausprobiert, die ich schon immer ausprobieren wollte. So Rezepte von der Mama, die sie mir geschickt hat. Also Schokolademousse habe ich jetzt gelernt, das wollte ich immer schon können. Das war gar nicht so schwer. Und dann ihre Soßen, also die, was sie normal gibt, sie sie mir und ich friere sie ein und dann esse ich sie irgendwann. Und jetzt habe ich halt einmal Zeit gehabt, das alles selber auszuprobieren. Und es hat funktioniert? Die meisten Sachen, aber es ist nicht ganz gleich gut wie bei Mama, muss ich sagen. Ja, das kann man schon vorstellen. Wenn du irgendwie Testpersonen brauchst, ich opfere mich gerne. Wer Lieferservice in die Krone-Redaktion oder in den Homeoffice schicken. Was steht sonst am Plan, wenn nicht gerade gekocht wird? Wie hältst du dich fit? Ja, ich muss auch sagen, so viel Zeit wie am Home-Trainer habe ich überhaupt noch nie verbracht in der Zeit. Mittlerweile auch draußen, also ich tue sehr viel Radl fahren und Mountainbiken. Und ja, trainieren, fit halten, eigentlich nichts zu Spannendes. Und ab und zu mit der Schwester turnen, aber nicht bei zu gefährlichen Rahmenbedingungen, bitte. Ja, ja, natürlich. Pass bitte auf dich auf, wir wollen dich bald wieder durch die Luft wirbeln und zwirbeln sehen. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns vielleicht wieder mal im Krone-TV-Studio über den Weg laufen. Ja, gerne. Wenn man geturnt, also du hast geturnt, ich bin halt auch dabei gewesen. War eine spannende Einlage damals, gell? Das stimmt. Ist in die Geschichte des Sports eingegangen. Herzlichen Dank für deine Zeit. Liebe Grüße nach Kärnten. Alles Gute. Danke. Tschüss. Ciao.